Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr bei diesem kleinen Infovideo dabei seid. Ihr habt mich schon lange nicht mehr in der Form gesehen und normalerweise seid ihr jetzt vielleicht einen Klartext gewohnt oder irgendwas, wo ihr jetzt auf die Fresse gibt. Aber heute ist es ein anderer Grund, denn heute geht es um das Thema World of Tanks Geschenkboxen. Und auch da gibt es normalerweise bei sowas echt viel zu dissen. Aber heute mal ausnahmsweise nicht. Es sei davor gesagt, dass dieses Video bzw. der Hintergrund des Ganzen ja schon eigentlich im Glücksspiel dient. Und deswegen muss ich da auch ganz klar davor warnen. Aber dadurch, dass es heute bei mir selbst, bei vielen im Stream, bei vielen Bekannten und sonstiges viele Glückliche gab, will ich es euch trotzdem einmal mitteilen. Was ist passiert? World of Tanks bzw. Wargaming hatte hier, wie ihr seht, diese Geschenkboxen rausgegeben. Hier sowjetisches Neujahr, dann, das seht ihr jetzt gerade nicht, moderne Weihnacht, dann eine traditionelle Weihnacht und ein chinesisches Neujahr. Die sind im Prinzip vom Inhalt alle exakt identisch, bis auf die Dekoration, die im Hintergrund steht. Könnte man sich sagen, ja, ist ja gar nicht so spannend, warum erzählst du uns das überhaupt? Das Spannende ist nämlich das Thema Panzer darin. Wenn wir mal drüber hovern, dann sehen wir, dass da Dekoration dabei ist, 250 Gold. Dann gibt es noch sicher entweder 1 Tag, 3 Tage oder 7 Tage Premium, 250, 500 oder 1000 Gold, dann Wappen oder Schriftzug, 100 oder 500.000 Credits, einen von Tier 3, einen von 3 Tier 4 Panzern. Eines dieser Sachen ist immer noch on top dabei und dann ist noch einer dieser 4 Panzer, die ihr da seht. T26E5, Lorraine, Scorpion und ein Type 59. Jetzt kann man sagen, ja, die Wahrscheinlichkeit ist ja recht gering, dass man da sowas bekommt. An sich ja, sollte man meinen, allerdings habe ich heute in Summe 60 Euro ausgegeben für, kann es euch jetzt mittlerweile nicht mehr ganz genau sagen, weil irgendwann hat man den Überblick verloren. Ich habe 66.000 Gold, oder lass mich anders sagen, ich habe noch 20 Euro geschenkt bekommen, das heißt, ich habe 80 Euro ausgegeben für 66.000 Gold und ich glaube 20 Tage Premium und ich habe den E5 bekommen. Dadurch, dass ich alle anderen schon hatte, habe ich dann deren Gold-Gegenwert erhalten. Das heißt, zum Beispiel, ich hatte den T26E5 schon in der Garage, ich bekomme den nochmal übers Spiel, bekomme ich also 10.900 Gold, ist glaube ich, nee, Entschuldigung, beim Scorpion ist es 10.800 Gold. Schlag mich nicht genau, ich kann die Zahlen nicht mehr direkt im Kopf. Und das ist eigentlich das ganz Spannende daran, wenn das Spiel euch einen T26E5 Zuschuss, dass ihr den schon habt, dann merkt das Spiel, okay, dann gibt ich den einen anderen Panzer, denn die Lorraine hat der auch schon. Dann bekommt ihr automatisch den Skorpion zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie die Reihenfolge ist, aber es ist so. Dann ist der Skorpion auch schon vorhanden. Dann gibt es den vierten möglichen Panzer und das wäre der Type 59. Und dadurch, dass wirklich sehr viele aus den Kisten sich einen AT8 Premium geholt haben, ist das aktuell, auch wenn es Glücksspiel ist, aber die beste Chance seit Jahren, sich einen Type 59 zu holen. Und das muss man ganz klar sagen. Deswegen auf der einen Seite will ich euch davor warnen, es ist ein Glücksspiel, es bleibt risikoreich. Auf der anderen Seite will ich euch auch den Hinweis geben, so wahrscheinlich wie jetzt hat man den Type noch nie kaufen können. Also, wenn ihr zum Beispiel schon 3 der Panzer habt, den E5, die Lorraine, den Scorpion, und ihr zieht einen einzigen 8er Premium Panzer raus, dann ist es, so wie ich das jetzt mittlerweile erfahren habe, dann der Type 59. Wurde mir zumindest von mehreren Quellen so gesagt, dadurch, dass ich alle Panzer schon habe, kann ich es nicht genau verifizieren. Ich hatte den E5 noch nicht, ich hatte nur den normalen Patriot und ich habe den E5 in die Garage gestellt bekommen. Aber unterm Strich muss man sagen, habe ich heute im Stream mit vielen Leuten drüber gesprochen und jeder hat mehr rausbekommen, als er rein investiert hat. Weil, wenn ihr zum Beispiel die Lorraine schon habt, ihr bekommt sie zugeschustert, easy peasy 10.000 Gold oder 9.000, whatever. Und das solltet ihr vielleicht euch mal überlegen. Man kann aktuell diese Geschenkboxen kaufen. Gibt davon 3, 11, 25 oder 75 für 100 Euro. Die Preise sind schon ordentlich, sag ich mal. Aber weiß nicht, innerlich bin ich da immer noch so ein bisschen zerrissen. Soll ich es empfehlen, soll ich es nicht empfehlen? Für mich war das heute unfassbar viel. Ich habe im Stream keinen einzigen gehabt, der effektiv weniger Geld rausbekommen hat, sage ich mal, als er reingesteckt hat. Weil selbst wenn er jetzt keinen 8er Premium Panzer bekommen hat, aber dann hat er halt Gold umgewandelt bekommen, hat die Tier 3, die 3 Tier 4 Panzer erhalten oder sonstiges. Ein B2 ist ja jetzt auch nichts Schlechtes. Also es hat sich echt für jeden gelohnt.
Aber wie gesagt, der Hinweis sei gegeben, weiß auch nicht, ob das gewollt von Wargaming ist, dass wenn ihr einen der Panzer schon habt, dann automatisch den nächsten bekommt und wenn ihr eben drei da schon habt und den Type 59 noch nicht, dass ihr den dann erhaltet. Weiß es wirklich nicht. Wollte ich nur diesen Hinweis geben, weil ich finde ihn per se sehr spannend und irgendwie redet dann doch keiner drüber, weil man will nicht, dass es so ganz groß bekannt wird und die Type 59 Fahrer eh nicht, weil die wollen ja, dass sie exklusiv bleiben und bla Bullshit. Ja, das war's auch schon. Mehr wollte ich gar nicht dazu sagen, sondern ich wollte euch den Hinweis geben. Ich hoffe, der ein oder andere wird sein Glück dann da finden. Wenn ihr aber gegen Glücksspiel seid oder euch das zu risikoreich ist, dann lasst auch bitte die Finger davon. Das ist wirklich an die da draußen, die eventuell gerne gamblen und einfach, wenn sie das machen, auch die 10, 20, 30, 40, 50 Euro dafür überhaben. Ansonsten, wenn ihr wissen wollt, was ihr kauft, dann kauft sicher das gut, wenn es dann auch vorhanden ist, im Premium-Laden oder sonstiges. Dann kauft euch keine Geschenk- bzw. Lootbox. Das ist und bleibt Glücksspiel. Das muss man ganz klar so sagen. Ja, ansonsten würde mich interessieren, wer da schon teilgenommen hat. Habt ihr einen Type bekommen? Was habt ihr bekommen? Hat es sich aus eurer Sicht gelohnt? Und sagt mir das doch mal in die Kommentare, da bin ich nämlich selber sehr gespannt, wie eure Erfahrung so ist. Für mich eben 80 Euro heute investiert in Summe, 66.000 Gold, einen Tier 8 Premium Panzer, den ich noch nicht hatte, on top Premium Tage, Credits habe ich irgendwie, glaube ich, 2 Millionen gemacht und Garagenstellplätze gab es auch noch. Für mich hat es sich gelohnt und außerdem erhaltet ihr ja darin auch noch die Dekoration, die ihr ja aktuell braucht. Und die Dekoration bringt euch ja auch im Spiel wiederum weiter. Für mich sehr geile Boxen, muss ich sagen. Falls ihr jetzt sagt, ja, Streamer-Loot, YouTuber-Loot oder keine Ahnung, Glückspilz, ich habe mich mit Wargaming verkracht. Eigentlich finde ich sowas im Prinzip scheiße. Auf der anderen Seite ist es zu gut, um wahr zu sein gerade. Und ich glaube nicht, dass sie mich da bevorzugen aktuell, weil da gibt es gerade keinen Grund. Und als allerletztes, ich werde auch für dieses Video mit 0 Euro bezahlt. Das ist ein reines Community-Ding. Ja, ich drücke euch jetzt, wie gesagt, alle Daumen und lasst mir in die Kommentare, schreibt was rein. Ich bin gespannt. Viel Erfolg.